Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniwol P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Guck mal, was ich Schönes kann. Ha, Vorführeffekt. So, ha. Bin durch die Wand gegangen. Pff. Okay. In der letzten Folge haben wir den Voltec Regionalhauptsitzbüro, glaube ich. Warte mal, was passiert, wenn ich genau dazwischen bin? Betreten. In der Hoffnung, dass hier irgendwo eine Wackelpuppe oder so auf uns wartet. Oh. Oh, ich sehe es. Ich sehe die Antworten. Okay. Gut, machen wir weiter. Ich gehe nicht raus, bevor ich nicht eine Wackelpuppe oder so hier gefunden habe. Das ist Voltec, hallo. Muss irgendwo eine sein. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ich sie gefunden habe. Oder ist sie? Nein. Aber das geil. Ja, was euch dabei gefällt und ihr ein Like, ein Abo oder ein Kommentar hinterlassen, das ist nicht so schwierig und das tut einen riesigen Effekt hier auslösen und mir super weiterhelfen und so, ne? Also könnt ihr euch machen, ne? Nicht, dass ihr denkt, das ist unwichtig und meine Stimme zählt nicht oder so. Macht es sofort, jetzt sofort. So, ich mache nicht weiter, wenn ihr nicht macht. Ich streik jetzt. Nein. Okay. Wäre der Beste wäre jetzt, wenn ihr natürlich das jetzt gemacht hättet. Dann wäre richtig gut abgetimt gewesen. Ich hab was. Au! Kannst du's wagen? Oh, Mr. Davidson. Das ist der Boss hier, oder was? So, ich glaube schon mal, dass Volz in der Gegend von Boston dazu dienen soll, ihren späteren Mobon zu schaden. Anstatt sind sie. Ja, ich habe gesagt, das Blödsinn ist. Vortec will so etwas nie machen. Wir morgen noch Kaffee über meinen Hemd geschüttet. Ich habe ihr, dass sie nicht weiter schlimm ist und blablabla. Meine Sache, wenn sie das noch mal macht, ramme ich hier mit meinem Stift in ihre verdammte Kehle. Sie ist eine echte Niete. Sie ist echt eine. Was? Ich habe ihr gesagt. Warte noch mal. Sharon hat mir heute Morgen in die Lounge Kaffee über mein neues Hemd geschüttet. Ich habe ihr gesagt, dass es nicht weiter schlimm ist und am Ende konnten wir beide darüber lachen. Wenn sie das noch mal macht, habe ich hier meinen Stift in die verdammte Kehle. Sie ist eine echt nette. Oh. Ey. Er redet noch über seine Theorie, dass die Worte also lieben. Experimental. Disziplinar. Okay, der hat ihn getötet. Ja. Mein Gott. Wie nennt man das aber? Büro, Geschäftsführung und so ist anstrengend und gefährlich. Ja, das wollte ich nicht sagen. Keine Ahnung. Mir fallen die Worte nicht ein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Problem, mich zu artikulieren. Bin halt Let's Player. Okay, Atomscooter, cool. Oh, ach so, ja, ah, nee, so eine habe ich schon. So, ob ich das irgendwie aufhalten würde, jeden Schrott hier einzusammeln. Ja, warum ist hier oben? Das hier müsste aber der letzte Ort sein, vielleicht, ne? Jetzt geht er ganz nach unten, da möchte ich nicht hin. So, hier ist das Büro von dem einen Heini. Hier muss doch irgendwas sein. Komm schon, irgendwas. Irgendwas. Komm schon. Ich will es, ich brauche es. Das ist ein Safe. Ja, ey. Geschafft. Nein. Nein. Raus hier. Raus hier. Pfui. Ah. Aber das Auto nehme ich mit. So, komm schon. Irgendwas. Rockies Geld. Ich sage, dass hier nirgends eine Wackelpuppe ist, ey. Ich soll verarschen. Das glaube ich irgendwie nicht so. Kaufe ich den nicht ab. Muss irgendwo eine sein. Das Voltec. Irgendjemand hier muss eine Wackelpuppe gehabt haben. Die muss im einwandfreien Zustand sein. Irgendwo gab es aber noch einen Weg, wo ich nicht lang gegangen bin, oder?
Nein, da wollte ich nicht lang. Hier wollte ich lang, oder? Nee, weiß ich nicht. Boah, ich werde voll gestresst hier gerade. Gar nicht gut. Warte mal. Nein, er ist abgeschlossen. Ja, darf doch nicht wahr sein. So ganz am Ende, wenn ich irgendwie nachgucke, wo sind die ganzen Wackelpuppen, falls ich das überhaupt mache, falls das überhaupt notwendig ist, dann lese ich da Wautech Regionalbüro. So, hier aber jetzt. Komm. Komm, komm, komm. Verdammt. Und dann irgendwo war da noch eine Tür, die ich nicht geöffnet habe, oder? Irgendwie so was. Ich drehe hier noch durch. Ich schmeiß gleich den Controller gegen die Wand. Was ein bisschen komisch ist oder nicht funktionieren würde, weil er am Kabel angeschlossen ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich zurückgeflogen kommen und da ging meine Birne fallen. Was witzig wäre wahrscheinlich. Komm schon, irgendwas. Hier muss doch irgendwo eine Wackelpuppe. Ich glaube dir das nicht. Da muss eine sein. Ich glaube dir das nicht. Ich kaufe dir das nicht ab. Glaub dir kein Wort. Vielleicht, wenn ich nochmal hier durch die Wand laufe. Verdammt. Vielleicht sehe ich sie dann irgendwie so im Blickwinkel. Vielleicht ist sie ja in die Wand. Mann! Obwohl, außer die anderen beiden Türme, die ja in der Nähe sind, sind auch irgendwie Vault-Tec-Türme, Regionalbüros und so. Da sind dann bestimmt irgendwie Wackelpuppen drin. Also, Vault-Tec-Ort ohne Wackelpuppe, das geht irgendwie nicht. Na gut. Dann gehe ich halt raus. Ich gucke mich noch mal hier um. Das ist noch nicht wahr sein. Dass du hier hinter was steckt. Hinter diesen in der Wand klebenden Dreck. Bist du da oben? Bist du irgendwo drin? Bist du irgendwo drunter? Bist du hier hinter? Im Klo drinne. Okay, dann gehen wir raus. Ich glaube, zwar immer noch nicht, dass hier keine ist, aber gut, wenn ich sie nicht finde, dann finde ich sie halt nicht. Warte mal, wo führt das hin? Hier schon reingegangen? Ja. Keine Ahnung, gucken wir uns noch um. Da ist doch jetzt bestimmt eine, ne? So, jetzt aufgetaucht bestimmt. Warte mal, das wäre ja der Ausgang, glaube ich, gewesen, ne? Hier haben wir zum Beispiel eine Lunchbox. Da muss ja doch auch irgendwo hier sein. Weil alle schütteln jetzt so den Kopf, aber wenn ich sie finde, dann guckt er blöd. Hab schon. No. Mini-Atombombe. Okay. Im Klo, Klassiker. Darf doch jetzt einfach nicht wahr sein. Okay, 10 Minuten, das finde ich, ist jetzt langsam genug gesucht. Ich werde hier noch 10 mal reingehen und so. Und nachschauen. Vielleicht so da oben irgendwo. Okay, gehen wir raus. Meine Güte. Ich will in einen Ausgang gehen. Ich will wissen, wo wir da hinkommen. Ja, gut. Wo kommen wir hier raus? Feuer.
Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ah, mein Hals tut unglaublich weh, aber ich will trotzdem weiter aufnehmen. Weil gerade packt es mich. Wahrscheinlich packt es niemand anderen, aber mich packt es. Es packt mich an. Ja, los. Wir haben zwei Türme hier in der Nähe. In einem muss eine Wackelpuppe sein. Ja, da ist das Problem, wenn das schon abgeschlossen steht. Das ist wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Da ist bestimmt noch irgendwas. Weil jetzt abgeschlossen, das weiß ich nicht. Das hilft nicht wirklich. Wo sind die anderen beiden Türme? Was steht da? Mass Fusion. Sind hier drei rivalisierenden Firmen ein Ort hier versammelt oder was? Das ist, als würde ein McDonald's neben einem Burger King sein. Was da, wo ich wohne, auch so ist. Denke ich mir auch nur so, was? Hi Leute, na? Mass Fusion Gebäude. Ha, gehen wir rein. Einfach eiskalt an die Zufallskämpfe vorbeigegangen. Also um die Kriegsfürsten, die machen mich wieder platt, ne? Die Ghouls, die habe ich da wieder weggehauen mit zwei, drei Schüssen. Die Raider und was weiß ich alles. Jetzt kommen wieder. Aua. Ah, so ein Rattenbiester. Der Freund nicht, nö. Diese sind ganz. Oh Mann. Oh Mann. Wieso sind Gunner ein Ort, wo Supermutanten vorgelagert haben? Ich bin Kunde und ich möchte Dienste haben. Ich fühle mich krank. Mit Feuer. Egal. Ich habe ihn nur in den Bauch geschossen. Warte mal, kann ich die werden es vollbringen? Das wär's. Hi. Vor allem ist es immer irgendwie ein, mindestens einer da, der kaputt ist. Weiß Fusion ID-Karte. Das haben die nicht gesehen. Nee. Hier ist aber eine Wackelpuppe, oder? War das Wurm ich jetzt? Wer wahrscheinlich die anderen beiden Wackelpuppen nachschauen. Irgendwann, wenn ich dann irgendwo Vaultech vor eine sehe, die mir fehlt, dann weiß ich ganz genau wo. Also dann weiß ich nicht genau wo, aber dann denke ich mir nur so, was? Was? So, hier geht's ein bisschen weit nach oben. Also, gucken wir mal. Wir hinkommen. Stand da gerade einer? Der ist ein blödes Ding in mir. Was? Bra! Den Schuss nicht mal gehört, ey. War. Immer ruhig, ich möchte nicht so viel Munition an dir verschwenden, danke.
Schadenresistenz beim Nachladen. Okay, das ist ein sehr doofer. Was? Au, au, oh mein Gott, das tut so weh. Und ich kann es immer wieder, ich sag's oft, aber die Fallen im Fallout 3, die waren tödlich. Das hier ist, weiß ich nicht, das war voll um Verzeihung bittende Fallen sind das hier. Tun so weh wie so ein Meierblock Schlüpfling. Und ich sogar weniger Schaden. Hier schaue ich das an. Au. Okay, das hätte noch weniger abziehen können, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es. Wenn irgendwie eine Falle in vor drei ausgelöst hast, da hast du richtig Panik bekommen, weil er weiß, dass die dich umbringen, wenn du nicht aufpasst. Wenn du da so ein Granatenbouquet irgendwie aktiviert hast und du weißt nicht, wo die sind, dann ja, bist du tot. Okay. Ich schließe dich tot, okay. Einfach so der Kopf abgeploppt. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon lange den Punkt erreicht, in dem ich, weiß ich nicht, wenn man den Elder Scroll zu den Gott-Moment nennt oder so. Ich bin ein laufender Gott jetzt, ey. Mir kann langsam nichts mehr anhaben. Gegner dauern nur lange irgendwie kaputt zu hauen, aber so wirklich Schaden macht mir jetzt eigentlich nichts mehr. Es geht ab. Oh. Oh, du Pisser, auf damit. Nein. Dieser blöde Pisser. Es ist meine Aufgabe, euch zu betäuben mit meinem Hammer und da mein Schemdraunschwert und so. Ich mal meine eigene Medizin zu schmecken bekommen. War nicht witzig. Noch irgendwie schon. War ungewohnt, irgendwie mich so umfallen zu sehen. So, es geht immer weiter nach oben. Wir sind schon fast da. Keine Angst, Opa. Du hast natürlich eine blöde Power Armor an, ey. Warte. Hi, komm mal her. Und shoot. Und shoot. Und shoot. Das ist der letzte, oder? Nein. Warum kam da die Kameraperspektive? Jetzt aber. Oh, nein, jetzt aber. Oh. T45, was soll ich damit? Geh weg damit. Und noch eine Mini-Atombombe. Wie im Vault. Ich hab da geplant, euch damit abzuwerfen oder was? Das ist auch so ein riesiger Turm. Ne? Die Bosse haben sich wahrscheinlich so Fenster an Fenster irgendwie gesehen und sich gegenseitig mit Atombomben abgeworfen. Da stelle ich mir sehr lustig vor. Okay, weiter. Sind wir jetzt ganz oben? Nein, wir sind da am Balkon. Verdammt, was ist da hinten? Von da kam ich, ne? Geht's nicht noch ein bisschen höher? Na, es geht doch hier noch höher, oder? Oh, ich bin sogar oben.
So, jetzt ultimative Waffe bitte. Nein. Okay, dann nehmen zum Balkon. Ist auch zum Balkon. Ich möchte anmerken, ich habe immer noch keine Wackelpuppe. Jawohl. Jetzt aber. Sag mal, wo lande ich jetzt? Ja, am Balkon. Draußen. Na gut. Machen, ich habe noch, ich möchte einen Turm hier erkunden. Wenn wir es schaffen. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe und in der Woche wieder zocke, finde ich den noch nie wieder. Was soll ich markieren? Außer ich markiere mir den noch für Karte. So, hier ist aber eine Wackelpuppe, oder? Na komm, na komm, na komm. Leck mich. So, kann ich hier runterspringen, bitte? Ich nicht den ganzen Weg hier wieder runterlaufen. Verdammt, das ist so hoch. Es ist zu hoch. Gut, dann mache ich das so. Abgeschlossen, ja. Packen wir uns da raus, gehen wir zu dem letzten Turm, der hier in der Nähe ist. Welcher könnte das sein? Robco? Oder da gibt es noch für große Firmen? Bowling, was? Der Gebäude des Boston Bugles. Oh, der Butchel, Boston Bugle. Okay, da haben wir auch noch nicht gesehen. Da ist diese Zeitung hier. Die wir hin und wieder mal finden. Hier gibt es aber eine Wackelpuppe. Glaube ich gar nicht den Dings mit Strom versorgt, ne? Mars Fusion hier. Den Aufzug, den könnte man doch auch irgendwie mit Dingens versorgen. Okay, hier. Einstellen? Warum schießt du dann auf mich, wenn du meine Kampfbereitschaft einstellst? Warum brennst du? Ja, okay, ist ein Roboter. Ich habe den Motor abgeschossen oder irgendwie sowas, weiß ich. Mein Gott, das habe ich in Kevin allein zu Hause. Nein. Ich hatte schon X gedrückt. Wo ja irgendwie, weiß ich nicht, der Einbrecher irgendwie die Tür reingehen und der Boden ist weg. Boah, ich liebe diese Filme. Aber nur wegen dem Ende, wenn die Einbrecher voll auf die Fresse kriegen. Den ganzen bekloppten Fallen. Noch mal hier. Let it rain, let it rain, let it rain. Was ist der Eddie Winter abgeschlossen? Oh, Eddie Winter, den kennen wir doch. Nein, von Boston hat gestern Abend verkündet, dass sämtliche Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mafia-Boss Edward Eddie Winter. Das ist der erste Ghoul, den wir doch getroffen haben. Also nicht der erste Ghoul, den wir getroffen haben, aber das war wahrscheinlich der erste Ghoul. Schau da mit China. Das Automato vom Max war so. Weil das der Anfang des Krieges. Von Anchorage im eisigen Alaska bis nach Chanteau, von der Haustür unserer Feindes. Ja, Anchorage, das war geil. Die Simulation. Warte mal, ja. Hungerkrawalle in Boston, gehen weiter. Vom Boston Redakteur, Boston, aber spielen sich in Boston absolut höllische Szene ab. 100 Jahre unbewaffneten Zivilisten geöffnet hatten. Ja, deutlich München waren, dass die Leute. Kann ich mir irgendwie runterladen, die Dinger? Weißes Haus weiterhin leer. Wo ist unser Präsident? Wird hier nicht John Henry Eden oder so erwähnt? Und dann weiß weiterhin an, wichtig zu aller Fragen. Die gesamte Region der Ärzte nach Raven Rock verlegt wurde. Regierung, wo ist dann nach Raven Rock? Das ist. Die, das ist wo die Basis von der Enklave in Fallout 3 war. Ja. Militärischen Einrichtung in einer Bergregion von Pennsylvania, eine Meile nördlich von Camp David, ja. Weitere Nachforschungen haben allerdings ergeben, dass weder der Präsident noch einer seiner Kabinettmitglieder in den letzten Jahren im Raven Rock waren.
nicht in Rayman, wo noch sind, das ist interessant im Moment. Wir führen uns dann in einer Poseidon. Jawohl, leider, wenn aber vor John Henry Eden, ja, ne? Ersten World Series Sieg seit 1918, war ihn Posten nur allzu spende. Na, da ist das Ding, ist ja in Diamond City wahrscheinlich hier ein Baseballspiel oder was. Okay, da war cool. Da könnten sie ruhig mehr Anspielungen machen, so Fallout 3. Da kann ich wissen, was mit anfangen. Wie viele Jahre spielt das hier nach Fallout 3? Da müsste so bestimmt 10 Jahre oder so sein, ne? Bei McCready ist jetzt erwachsen, der war in Fallout 3 noch ein Kind. Ein nerviges Kind. Und ja, ist echt nichts mehr. Abgeschlossen, was? Oh, hier war doch gar nichts, Mann. Und auch keine Wacke. Ey. Okay, dann raus hier. Kann ein paar Bänden, haben nichts bekommen. Das darf doch nicht wahr sein. Gut, dann raus hier. Warte mal, hier will ich raus. Wegen, ich bin jetzt oben, oder? Irgendwo. Ein bisschen früher den Part beenden. Ich habe jetzt 7 Parts am Stück aufgenommen. Das reicht doch, oder? Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt der 7. Ja, warte mal. 333. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Doch, was? Achso, war. Nein, das ist auch einer. Ich kann jetzt zählen. Könnt ihr zählen? Ich nicht. Okay. Lass mich raus. Ich will raus, 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 ich will raus. Ich bin draußen. So, jetzt kommt die Wackelpuppe. Ah. Ja, darf doch nicht wahr sein. Und hier kann man natürlich runterspringen. Irgendwas in der Nähe. Da ist noch die USS Constitution. Die habe ich noch gar nicht hier in dem Run untersucht. Da gehe ich aber an Offscreen hin. Da geht man nur einfach zu den Robotern und der gibt einen dann einen blöden Hut. Wenn nicht. Oh, hier ist noch was. Muss das jetzt sein? Meine Stimmung, keine Wackelpuppe zu bekommen, ist schon so niedrig genug. Ja. So. Ja. Oh, ups. Ist da noch ein Ort? Da ist noch ein Ort, glaube ich. Ja, nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht erkennen. So, dann würde ich ja sagen, wir können den Party beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst bitte ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Whee!